Da drin! Noch mehr Bullen! Mach den Dach! Petejito. Schau, ist ein Truck verpackt. So soll es sein. Let's Kannst go. Du den fahren? Ich hoffe Leo doch. Ist da, los! Und du meinst, mein letzter Einsatz war ein Desaster. Okay, fahr los! Wir haben Leo, wo soll er hin? Ja, ziemlich brenzlig. Okay, wir fahren über den Damm. Nicht zu übersehen. Okay, geht klar. Gestern. Wo müssen wir hin? Auf der anderen Seite der Brücke ist die Mörderlage. Nice Dorf. Hubschrauber? Leo ist wichtiger als du glaubst. Folge dem Weg. So, Leo ist wichtiger als ich glaube, aber davor steckt sie zu lassen. Ich habe heute zwei Dinge gelernt. Improvisieren könnt ihr perfekt, aber unauffällig arbeiten nicht! Sir, die Typen wussten, dass Leo da sein würde. Kann mir jemand erklären, was mit dem passiert ist? Die Fahrt war holzig, Captain. Ich kann's nicht Leo erkennen. War nicht angeschnallt. Ach so? Helft ihm hoch! Sir, Leo war enttäuscht, dich dort nicht persönlich anzutreffen. Und ich glaube, man sollte ihn besser in Schutzhaft nehmen. Das sehe ich ganz genauso. Und du, Detective? Hm? Bist du sicher, dass sich Leo auf der Fahrt verletzt hat? Ist das deine Antwort, wenn man dich fragt? Yes, Sir. Das ist sie. Gut. Ich bringe ihn an einen diskreteren Ort. Und jetzt verpisst euch! Ach, was war das gerade? Das war Vertuschung. Gewöhn dich lieber dran. Damit wir alle dieselbe Geschichte erzählen, Kleiner. Und welche Geschichte soll das sein? Die, in der wir rausfinden, wer uns gearscht hat. Wer uns gearscht oder wer uns verarscht? Das ist jetzt die Frage. Kann man letzte Woche verletzt aus welchem? Die USA hat den Bogen abgegeben. Okay, dann vorsichtig vorzugehen. Alle Ermittlungen. Ach so, das war schon das ganze Ding. Das heißt, ich hätte die Ermittlung besser abschließen sollen. Ich hätte mehr Beweise finden müssen eigentlich. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Miami leidet unter ihm oben. Einer regelrechten Queenflut von Leo. Stingray weiß, wofür er verantwortlich ist. Mal sehen, was der Bastard weiß. Ja, das ist eine gute Frage. Mal sehen, was der Bastard weiß. Mit der Seilbahnschule kann es von angelegten Punkten, der Seite, wo beiden gleichen Vorsprung siehst, ist. Okay.
Also man kann anscheinend auch die Mission machen, ohne dass man alle Hinweise findet. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Probleme gehört. Das wüsste ich jetzt nicht. Was tun wir denn? Oh mein Gott, ne? Okay, also die Zielrufhaft für dich die Metapher, um die Begründung zu sichern. Okay, was machen? Du wolltest mich sprechen? Mendoza, setz dich. Ihr bekommt einen neuen Auftrag. Keine Bange, er schickt dich nicht zur Verkehrspolizei. Naja, noch nicht. Okay, Leo, unser Freund Leo. Er hat uns verraten, was er weiß und ist wieder gegangen. Ich dachte, er wollte beschützt werden. Sag nicht, was Leo erzählt hat. Drogenpakete. Ihr verarscht mich. Flugzeuge starten, Drogen landen. Mitten in die Everglades und zeig sie ihm. Eine Angelkarte. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Vor 2 Jahren war Nels niemand. Ein Nobody. Jetzt untersteht ihm die gesamte Organisation, zu der auch Tyson Letchford gehört. Hat wohl große Pläne, der Mann. In der Tat. Ihr zwei geht in dieses Schlammloch, in einen Nationalpark, und findet heraus, wie seine Pläne genau aussehen. Sir, warum sollte Leo seinen Boss verraten und dann einfach wieder gehen? Leo sagte, er fühlt sich bei der Polizei nicht mehr so sicher. Das war's. Ach, Mendoza, warte kurz. Klar. Deine Partnerin ist hitzköpfig. Sie ist von ihrer Sache überzeugt. Ja. Gute Antwort. Setz dich, Junge. Es wird wegen der Elmore-Sache Beschwerden geben. Polizeigewalt, etc. Keine Sorge, ich regel das. Das ist sehr nett. Danke sehr. Wie geht's deiner Mom, Detektiv? Entschuldigung? Deine Mom hat sich ja viel durchgemacht bei der Flucht aus Kuba. In deinem Alter wird keiner mal eben Detektiv ohne gründlichen Hintergrundcheck. Und bei dir gab's eine Menge Hintergrund. Ach, ist schon okay. Ich weiß, wie es ist, einen Arschloch als Vater zu haben. Das hat mich auch ziemlich lange verfolgt. Und du machst das gut, mein Sohn. Weiter so. Was so, mein Sohn? Leos Cut ist furchtbar. Da stimmt ja gar nichts, aber hier sind wir richtig. Leo hat Dawes die Karte gegeben, hat sie einfach rausgerückt. Eine unfassbar beschissene Karte. Aber was hat er denn davon? Das begreife ich einfach nicht. Naja, irgendwas hängt ihm offenbar im Nacken oder irgendjemand. Wer immer die Pakete abwirft, Leo will, dass wir Bescheid wissen. Was hat damit er seine Konkurrenz ausschalten, oder? In Miami ist er erledigt. Und das weiß Leo. Wahrscheinlich kocht er gerade Drogen irgendwo in Iowa. Was ist überhaupt in der Gefahr, ihn so zu verprügeln? Leo konnte sich einfach nicht benehmen. Naja, das könnte die Dienstaufsicht auch von uns behaupten. Da sind sie. Los zur Abwurfstelle. Die Dealer behalten ihre Pakete per Funk im Blick. Die Zahl auf Leos Karte ist sicher in Frequenz. Sieh einer an. Wir haben ein Signal. Fahr nah an ein Paket ran, dann markiere ich es mit einem Zielpfeil. Wenn das Ding abkommt. Als die Drogen noch über Miami transportiert wurden, hat es in den Sümpfen nur so vor Schmugglern gewimmelt. Vielleicht wiederholt sich das alles jetzt. Hoffentlich nicht. Damals haben sich die Kartellleute sogar auf Kindergeburtstagen beeinflusst. Ja, ich erinnere mich. Ich war damals noch jung, hatte wie irres Zeug an. Blut auf dem Gehweg. Pitbulls mit aufgeschlitzter Kehle. Wie zum Teufel hat deine Mann dich da rausgehalten? Das klingt vielleicht kitschig. Sie hat geschuftet und mich geliebt. Oh ja, und wie das kitschig klingt. Mama ist so überraschend.
Okay, dann verfolgen wir das Ding mal. Ich habe wieder ein Signal. Dann mal los. Da stecken mindestens 10 Kilo in dem Paket. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Ich will damit sagen, dass das hier eine große Nummer ist. Sonst hätte uns Dawes nicht hier rausgeschickt. Angenommen, die Kartelle nutzen Miami wieder als Umschlagplatz. Aus welchem Grund? Meine Meinung? Mexiko ist zu heiß geworden. Hier wandern Schmuggler vielleicht in den Knast, sie werden aber nicht von Drogenbossen kalt gemacht. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Du weißt, dass es eine große Sache ist, dass Dawes uns hier drauf angesetzt hat, oder? Das weiß ich. Das Problem ist, dass wir damit zu keinem Staatsanwalt gehen können. Wen interessiert's? Ist doch viel spannender so. Der Typ war früher absolut gnadenlos. Ja, das habe ich gehört. Das ist nur eine riskante Art zu arbeiten. Mein Tipp. Du willst beim Captain punkten? Dann zieh die Samthandschuhe aus. Das ist das hier? Der dreckige Teil der Polizeiarbeit? Du hast es kapiert. Ja, soll ich die Samthandschuhe ausziehen? Alles klar, Bruder. Dann schieß ich jetzt einfach weg. So statt einfach mal so mal schreib zu laufen und so. Auf jeden Fall. Let's go. Halte einen Dock an, um das Airboat zu verlassen. Dockbrecher kennst du im Fahrensuch. Das Signal ist beim Fallschirm. Okay, ich spring raus und markiere es. Hier gibt's viele Alligatoren. Keine Panik. Die haben mehr Angst vor uns als wir vor ihnen. Sag einfach Danke. Okay. Danke. Vielleicht sollten wir auf dem Weg bleiben. Die haben mehr Angst vor uns, ne? Wir müssen aus dem Wasser raus. Wir müssen hoch auf die Plattform. Nimm den Kletterhaken. Ist eine SWAT-Leihgabe. Okay. Schon mal einen Kletterhaken benutzt? Nein. Ziel mit dem Haken auf die Plattform. Oh, ich glaube schon. Die gebaut? Das sind alte Aussichtsplattformen. Für Touris. Alles okay, Kai? Und deine Schulter? Und oh, Baby Sauma. Also ich sehe da nichts. Will ich nochmal reinschießen? Dann gehe ich. Wetter hoch. Ja, ich will nicht sagen, ich glaube von hier sind wir gekommen. Vor so und so.
eine Seilrutsche. Ja, wow, Alter, warum hast du eine Seilrutsche, Alter? Du bist vorbereitet. Ja. Ziel auf die Bretter, ist ein guter Anker. Volltreffer. Okay, komm mir nach. Ist was auf dem Scanner? Karl, da kommt Besuch. Immerhin lässt sich was retten. Die Hälfte sieht ganz okay aus. Ich weiß nicht. Die andere Hälfte sieht Also wird's Nels nicht stören, wenn wir sie nehmen. Mann, so läuft die Sache nicht. Wieso nicht? Na weil. Weil Nels der Boss ist. Weil er ein guter Boss ist. Ja, ja. Ich komm schon zurecht. Mach wie du meinst. Okay, das ist wieder einzeln. Ist nicht bloß ein Power-Rifle, mein Name ist Penner, das Zeug mit Wasser und so erzählt. Glück aber finde ich einen Stammschuh, der mich direkt zur Kette führt. Der Sprenger des Queen, ebenfalls gefunden, Bomber des Sprenger. Klar, ist okay. Hast du da mal noch ein Audio? Das war wohl ein Fehlschuss. Ziemlich teurer Fehlschuss. So, das, achso, das sind wir aufgeplatzt. Ah, okay. Hey, warum ist denn jetzt. Ich suche ein Opfer, Alter. Was machen wir jetzt hier? Ich habe eine Frequenz für dich. 120,13. Siehst du was? Wow. Sieh dir nur die ganzen Lichter an. Überall auf dem See. Wir sollten uns ihr Boot nehmen und nachsehen. Ja, ist doch klar, was ich jetzt mache, oder? War leise. Ja, aber wo soll denn hier was sein? Ach, zum nächsten Beweismittel.
genug Beweise, um die Dienstaufsicht auf der Brücke zu machen, aber nichts handfestes untersuchen ist in Verbindung zum Programm. Stored. Das heißt, wird üblicherweise jetzt gelbe Linien zu TV verwendet. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, eigentlich macht das gar keinen Sinn, dass ich ausgehe. Ja, gut. Wow. Es ist stottert. Doch, was stottert ist. So, ja, schon. Ich bin in der Konsole drin. Sehe ich nicht. Hilfe. Willst du das melden? Wir haben hier ja eigentlich nichts verloren. Wir müssen zuerst Nels finden. Er ist ambitionierter, als ich dachte. Typisches Arschloch. Weißt du, was mich am Drogenkrieg am meisten beunruhigt? Dass der Sieger Geld und Waffen ohne Ende haben wird. Ja, wenn sie sich gegenseitig erledigt haben, sind wir dran. Willkommen zurück in den 80ern. Deswegen will Dawes das jetzt beenden, bevor es dazu kommt. Wir machen es inoffiziell. Höchst inoffiziell. Ist für mich okay. Wir retten Leben. Ich sehe es ja ähnlich. Warum klingst du dann so skeptisch? Worauf läuft es denn hinaus? Um die wichtigen Leute auszuschalten. Die hohen Tiere. Ein für alle Mal. Brauchst du mehr als eine Knarre. Da wäre ich mir nicht so sicher. Detective, wir spielen hier ein gefährliches Spiel. Sehr gut. Die spiele ich am liebsten. Okay, das sehe ich auch so. Ich frage, was wir sehen. Kleiner Unfall war das so. Wie kommen wir Einkaufswagen?